Hallöchen und damit herzlich willkommen zu den letzten beiden Spielen von Anstoß 3 in Saison 2022 und 2023. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so kommen wird. Wir spielen gegen Victoria Berlin, Stärke 44 und die sind auf Platz 13. Okay, schon krass. Ja, Dings, haben wir doch gemacht mit König. Haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Ja, ich nehme direkt die dritte Folge in Folge auf. Ich bin mal gespannt, was noch so passieren wird. Wir haben ja die Termine alles gelegt. Hier würde ich jetzt noch ein paar Termine machen. Meisterfeier auf keinen Fall. Und eine Saisonabschlussfete würde ich gerne machen. Es hat hier erst. Wo ist das denn? Ah, hier ist sie. Okay. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Wir spielen gegen Victoria Berlin. Ich würde sagen, da kommen die Fans mal mit. Da würde ich sagen, 500 Auswärtszuschuss, 500 Karten. Dann gucken wir mal. So, König wollen wir einen Vertrag neuen anbieten. Gucken wir mal, wie viel der haben will. Mal erstmal 80.000. 1000 hier, Torprämie, 2 Jahre würde ich sagen. Ja, und nimmt damit an. Sehr schön. Perfekt. Die Jugendspieler. Wehrmann hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 4. Sehr schön. EM-Qualifikationsspieler 2-2 Deutschland. England gewinnt 3-0. Polen 0-0. Niederlande gewinnt 2-0 gegen Malta. Schweden verliert 2-3 gegen Österreich. Jo, und so sieht's aus. Die Tabelle von den jeweiligen Gruppen. Deutschland ist Vierter. Ja, 5 Spiele haben sie ja noch. Müssen sie nochmal deichseln. Müssen sie sich ranhalten. Ihr Spieler Marvin Knoll hat leider noch immer keinen neuen Vertrag für die neue Saison. Das bedrückt ihn natürlich sehr und ist auch nicht gut für Selbstbewusstsein. Jo. Dann muss er sich einen neuen Verein suchen halt, ne? Problem ist aber, der ist 32, ey. So. Bin gespannt. Müller hat eine gute Moral, ey. Ja. So, ich würde sagen, der Frei deckt den Kütsch. Ansonsten, da bleibt alles. Fälscher geht noch in der Offensive nach vorne bei Standards. So. Okay. Stärkemäßig. Ja, spielen wir kontrolliert offensiv trotzdem. Und auf geht's. Jungs, auf dem Papier ist das eine leichte Aufgabe. Aber die werden uns das Leben verdammt schwer machen. Ihr Mannschaft scheint da wenig zu interessieren. Sorry, ich trinke kurz was. So, 2938 Zuschauer ist ja kaum was. 832 aus Duisburg. Dieter Bohlen tippt ein 3-3. Ja. Schauen wir mal. Michel bringt, stoppt den Ball, spielt ihn auf die rechte Seite hinaus. Auf jeden Fall ein 3-3 hilft uns nicht weiter. Fälscher spielt den Ball zentral vor den Strafraum. Michel bringt hat freie Schussbahn. Satter Distanzschuss weit am Tor vorbei. Ey. Anders schießt sofort, tritt in den Boden. Der Ball rollt in den Strafraum. Harris ist einen Schritt schneller als Mai und kommt mit der Fußspitze an den Ball. Keine Chance für Müller und da ist er 1-0 für Victoria. Berlin. Ja, der Dings hat sich verletzt. Hier sag mal schnell, der Mai. Das ist natürlich bitter. Eckball jetzt für uns von der rechten Seite. Stoppegramm zieht den Ball scharf direkt vors Tor. Küstenbauer will den Ball über die Latte lenken und schafft das auch. Ecke. Eckball von der rechten Seite wieder. Stoppelkamp legt sich den Ball zurecht. Winkt noch einmal freundlich zu den Fans. Schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor. Sänger überspringt die ganze Hintermannschaft. Und kommt frei zum Kopfball. Sicher gehalten von Köstenbauer. Oh Mann, ey. So, dann kommt der Knoll nach vorne. Da wollte ich nur an. Kütsch zieht
kurz an, aber Micha Brink hat aufgepasst und kann den Ball angeln. Da hat er seine Angelrute rausgeholt, ne? 1:5 Chancen, ey. Ich glaube es nicht. So, 150% Einsatz und Antreiben. Anders bringt der Ball nach einem Rempler von Micha Brink mühsam wieder unter Kontrolle. Schlägt ihn auf rechts außen. Obaize versucht, Guadwo auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an und kann den Angriff abfangen. Svitinovic bringt den Ball unter Kontrolle, legt vom Strafraum quer. Hütz stoppt den Ball, spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Gunter zieht den Ball sofort hoch in den Strafraum. Sänger klärt zur Ecke. Oh, da gibt es nicht. Wir haben so viele Chancen, aber wir machen die Dinger nicht rein. 5 Chancen, ey. Keiner ist drin, ey. Müller kriegt den Ball an der Ecke. So. Schoppegang flankt den Ball sofort in den Strafraum. Doch dieser ist so schnell und landet im Tor aus. Micha Brink kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt nach links hinaus. Schoppegang marschiert, begleitet von Obaize auf den Strafraum zu. Sieht sich Obaize gegenüber. Doppelpass mit Micha Brink. Stoppt den Ball, legt ihn nach links ab. Guadwo schaut, spielt den Ball direkt in den Strafraum. Guadus kontrolliert den Ball und wird von Gunte bedrängt. Aber der setzt sich durch und geht vorbei. Querpass auf Hetwa. Und der lässt sich dem nicht zweimal bitten. Sicher gehalten von Köstenbauer. Och du grüne Neune, anscheinend lässt er sich zweimal bitten. Ach Mann, Guadwo schlägt den Ball hoch vor das Tor. Burdus nimmt den Ball 12 Meter von dem Tor mit der Brust an. Herrlicher Seitwalzier. Köstenbauer wehrt den Ball nach außen ab. Stoppegamp erreicht den Ball zuerst und wird vom Zuschuss von hinten umgestoßen. Schiedsrichter Manuel Gräfe pfeift dies sofort ab. 11 Meter. Jetzt aber, komm. Hau da Dingen rein, ey. Fälscher läuft an. Flachschuss aus linke Eck. An den Innenpfosten. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, ey. Besemmelt der Ding. Eieiei. Ne, wir müssen jetzt offensiv spielen, Leute. Geht nicht anders. So, Anders nimmt den Ball an, hebt den Ball direkt vor dem Strafraum. Heisen nimmt den Ball mit, dreht sich nach rechts, passt den Ball auf linken Flügel hinaus. Anders nimmt den Ball an, hebt ihn direkt vor dem Strafraum. Heisen bringt den Ball nach einem Stopperer wieder unter Kontrolle. Schlägt den Ball auf den rechten Flügel. Anders legt den Ball vor den Strafraum quer. Tyson versucht frei auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Tyson kommt 25 Meter vor dem Tor an den Ball. Läuft nur 3 Schritte. Zieht ab Richtung Eckfahne. Oh Leute, ey, da gibt es nicht. Mann, 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 ey. Svetinovic kommt vor der Strafraum frei zum Schuss. 1 Meter vorbei. Ja, und wir verlieren 1:0, liebe Leute. Mai mit einer Meniskusreizung, Kehr, Rippenbruch. Gute Besserung. Besser Spieler, Kunte. Ja, liebe Leute. Das bedeutet, wir spielen in der nächsten Saison immer noch dritte Liga. Naja, sind halt gescheitert. Dann müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Saison ja, richtig loslegen. Flensburg verliert erstmal 1:3 gegen Wuppertal, Halveser verliert 0:4 gegen Hallescher FC. Oldenburg verliert 2:4 gegen Osnabrück. Zwickau verliert 0:2 gegen Ferl. Ja, wir verlieren 1:0 gegen Viktoria Berlin. Münster spielt 0:0 gegen Viktoria Köln. Meppen verliert 1:2 gegen Dresden. Dortmund 2 spielt 2:2 gegen Essen. Und BFC Dynamo gewinnt 2:1 gegen Aue. Was wir auf jeden Fall auch noch sagen können, Flensburg steigt auch ab. Die anderen sind alle gerettet. Gebe es nicht, ne? So viele Chancen, ey. Keine Bude gemacht. Die kriegen eine Chance oder zwei Chancen und die machen direkt eine Bude. Ich glaub's nicht, ey. Fußball halt, ne? Christoph Schulz von Burghausen am Münster oder Anstoß 3, wie auch immer.
Patrick Drews wechselt von Sandhausen nach Heidenheim. Kleefisch von Paderborn nach Steinbach-Haiger. Die steigen ja wahrscheinlich auch auf. Ja, das heißt, wir können in der nächsten Saison für die dritte Liga planen. Wir spielen jetzt gegen Meppen nochmal. Ja. Die fallen alle aus bis zum Saisonende, okay. Ja, ich würde sagen, den Anhari, den lasse ich dann mal komplett spielen. Dann kriegt er seinen dritten Einsatz. Genau. Boah, das ist echt blöd, ne? Das ist wirklich echt blöd. Dann lasse ich auch mal den Mogultai spielen auch. Von Anfang an. Ja, machen wir auch so. Ach Mann, ey. 1,62 Millionen haben wir. Naja. Gut, gut. Ja, die freuen sich, dass wir die besuchen. Primera Division. So, Michel bringt erzählt einmal Trainingsspiel 4 Tore und verbessert sich um 2 Motivationspunkte. Ja, schön, dann nützt mir jetzt aber auch nichts mehr. So, genau, Mai fällt ja aus. Ja, der. So, Anhari spielt mal von Anfang an, habe ich ja gesagt. Heidel, der hat ja öfters schon gespielt, 23 Einsätze hat er immerhin. Gordon Weil, ne? Der hat keinen Einsatz, ey. Obwohl 3 Einsätze hatte der. Busch, wie viele Einsätze hatte der? 13. Okay, dann wird der nicht abgewertet. Der ist schon mal gut. Bark hier. Der hat eh keinen Fitness. Mogultai, genau. Den wollte ich einsetzen. Leckstein hat er 3 Einsätze. Der kommt mal rein. Sonst die anderen hatten alle Einsätze außer der Räder, ne? Aber sein Vertrag läuft da auch aus. Stierlin hat er auch noch keinen Einsatz, ne? Ne. 2 Jahre Vertrag. Die Leberwurst. Naja. Ja gut. Dann setzen wir die mal ein. Würde ich sagen. Sänger deckt den. Jo. So, mal ein kurzer Cut. Sänger deckt Bori. Ja, und dann war's, ne? So. Pack diesmal Standards kein vorne. Ja, wir gucken mal. Wir spielen gegen Meppen. Wie gesagt, da kann uns eh nichts mehr passieren. Ne? In diesem Sinne. Gucken wir mal. Wir spielen. Ja, aber trotzdem auf kontrolliert offensiv. Einsatz 120%. Ja. Ja, komm, Ansprache schenken wir uns. So, 3288 Zuschauer, 184 aus Meppen. Und Bella B. Felsenheimer tippt 2:5 für Meppen. Ach, da kriegen wir noch einen Eckball jetzt für uns von der rechten Seite. Stoppegam legt sich den Ball zurecht. Unterhält sich kurz mit dem Balljungen. Schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Torhüter Domaschke kommt heraus und forst den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Mogultai schießt sofort. Domaschke boxt den Ball zur Ecke. Der Ball wäre allerdings vorbeigegangen. Eckball jetzt von der linken Seite für uns. Stoppegam schlägt den Ball extrem scharf vor das Tor.
Tomaschke stürmt heraus und brauchst den Ball am Ball vorbei. Ach so. Ach so. Der hat den Ball gar nicht getroffen. So, Eckball jetzt von der rechten Seite für uns. Nochmal, Stoppegam schlägt den Ball hart nach innen. Leckstein steigt hoch und setzt sich gegen Kraulich durch. Kommt zum Kopfball in die Arme von Torwart Domaschke. Gelbe Karte für Ballmann wegen Schiedsrichterbeleidigung. 1-0 Arjani, sehr gut. Anhari mit der Vorlage. Oha. Spieler aufwecken. Er sagt kein... Ist schockiert, er sagt kein Ton. Ja, was denn? Was willst du denn sonst machen bei 5,0? Aufbauen oder was? So. Wir sagen, konzentriert weiter so. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Geht nur nicht für den Mogul-Teil. Arjani schaut, spielt den Ball direkt in den Strafraum. Kein Abseits. Hetwa versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen und wird von Puttkammer im Strafraum festgehalten. Lässt sich theatralisch fallen. Oh, lass sich. Ah, pfeift. Elfmeter für uns. Sehr schön. Elfmeter. So, Fälscher. So, knallharter Schuss in die Tormitte. Domaschke hat richtig spick. Oh Mann, ey. Und der hat jetzt. Und der hat die Fähigkeit. Elfmeter oder was? Verstehe ich nicht. Ja, wir lassen in der nächsten Saison anderer schießen, ne? Lassen Stürmer schießen. Fälscher. Mogultai kann er rechts spielen. Nee, ne? Nur Arjani, ne? Okay, von Darts. Wird gewechselt. Ihr Co-Trainer meint, Mogultai ist heute nicht gut drauf. Ja, merkt man. Kölle kommt rein. Eckball für Meppen von der linken Seite. Evsev legt sich den Ball zurecht. Zupft sich am Kinn. Schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor. Manske überspringt die ganze Hintermannschaft. Wird aber von Sänger umgestoßen. Och. Das gibt Elfmeter. Ja, gib es doch nicht, ey. Leute, was macht ihr denn da, ey? 1-1, ey. Evsev. Das ist auch wieder so ein Spieltag zum Vergessen, ne? Auch wenn wir jetzt nicht hoch verlieren oder so, aber trotzdem. Mann, ey. Michi Brink kommt für Anhari. Michi Brink bringt den Ball an Blacher vorbei. Verliert den Ball. Da ging er schnell. Ja, wir spielen am Ende 1-1. 4-3 Chancen. Leipzig gewinnt die Meisterschaft. Wolverhampton in England. Sevilla in Spanien, Rotterdam in, also Feyenoord Rotterdam in Niederlande, Salzburg in Österreich. Arjani war bester Mann. Ja, wir bleiben auf Platz 7. Aufgestiegen. Aber erstmal folgende Ergebnisse. Erzgebirge Aue gewinnt 3-2 gegen Viktoria Köln. Dresden spielt 1-1 gegen Oldenburg. Verl gewinnt 1-2 gegen BFC Dynamo. Wuppertal verliert 0-1 gegen Dortmund 2. Preußen Münster gewinnt 2-1 gegen Havelse. Osnabrück gewinnt 4-2 gegen Flensburg, Duisburg, also wir spielen 1-1 gegen Meppen. Essen hat 1-3 gegen Zwickau verloren und Halle gewinnt 4-2 gegen Viktoria Berlin. Ja, damit aufgestiegen. Dresden und Münster, erstmal einen herzlichen Glückwunsch an die beiden. Die haben wenigstens gepunktet, was wir nicht gemacht haben. Wenn man bedenkt, ne? Preußen Münster wird hier als Neuling betitelt, also die aufgestiegen sind und steigen jetzt wieder auf. Schon krass. Abgestiegen sind Flensburg, Oldenburg, Osnabrück und Havelse. In der Elf des Tages haben wir immer Arjani und Fleckstein. 31.000 Zuschauer. Mann, da wurde eine Aufstiegsfeier gefeiert. So, hier haben wir noch Relegation in den Niederlanden. Duxch ist vom Bremen Torschützkönig geworden in der ersten Bundesliga. In der zweiten Schura noch von Nürnberg. In der Osnabrück? Marc Haider, die abgestiegen sind. 16 Buden geschossen, krass. In Süd haben wir Daniele Gabriele von Haiger und Marco Höger von Mannheim. Jeweils 14 Tore. Harry Kane bei Tottenham. Canales von Betis Sevilla. Iram Dust von Groningen. Seiwald von Salzburg. Der wechselt ja, glaube ich, in echt jetzt nach Leipzig, ne, im Sommer. Sanja im Wechsel von Bayern 2 nach Broughton. Also Airbus UK Broughton.
Dietze von Rostock nach Selesnitscha, Schulz von Braunschweig nach Unterhaching. Sonst noch jemand? Nö, ne? Nö, nicht wirklich. Ja, dritte Liga nächste Saison, ne? Bonga wird umworben. Velius. Sollen wir den mal nachfragen? Velius. 31 Jahre alt, ne? Ah, ich weiß nicht, wegen Auf- und Abwertung, ey. Osterhage. Der ist auch frei, ne? Defensives Mittelfeld. Ha. Warte mal, da müssen wir jetzt mal gucken, einmal. Gleich. Kennt ihr den Ruhrpott? Und da trifft sich ja gut. So, defensives Mittelfeld, ne? Dann haben wir den frei. Und Bacalords, ne? Der hat noch 4 Jahre Vertrag, der Bursche. Boah. Wird den gerne verkaufen, den Bacalords, ey. Wenn ich Bacalords verkaufen würde, Stierlin, ey. Kein Spiel gespielt, wird abgewertet auf jeden Fall, ne? Bacalords ist die Frage. Boah, müssen wir gucken, ne? Also Osterhager interessiert mich schon, ne? Was? Ich spiele auch gerne Golf, ja, ich spiele auch gerne Golf. Ja, Bacalords auf der Liste. Stierlin setze ich mal auf der Liste. Aber meine Karriere. Genau. Wild würde ich auch gerne. Dann gehe ich freiwillig, okay. Bei Wild brauche ich nicht. Ohne. Ja gut, das war's, ne? Sonst würde ich jetzt keinen abgeben. Obwohl bitter, ne? Da kommt ja Jasic, ne? Oder soll ich. Ich weiß nicht, wem soll ich abgeben? Fälscher oder Jasic, ey? Ach, bitter. Eigentlich bitter, ne? Macht mehr Sinn eigentlich. Ja, gucken wir mal. Von wem wir Angebote kriegen und von wem nicht. So, Gespräche machen wir trotzdem. Ach ja, Osterhage, ne? Aber ich weiß nicht, wir haben ja noch frei, ne? Wo ist der Osterhage? Hier. Wir können mal mit, wir können ja mit dabei sein, mal. Der Osterhage. 1,7 Millionen haben wir. Naja, gucken wir mal, ne? Wie es läuft. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich glaube, bis zur nächsten Saison machen wir jetzt. 7 Minuten haben wir noch. Ja, komm, machen wir. Und dann vielleicht noch Termine. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Schauen wir mal. So, Push hatte Training verletzt, Kreuzbandriss. Ah, super. So, Ljubljana ist an ihn interessiert. Steigt auch direkt aus. Hey, was ist mit mir? Hallo? Ich wollte auch bieten. Ey, ist aber mies. Ich darf nicht mitbieten, oder was? Moskau gegen Florenz. Endspiel Europa League. Lokomotive Moskau wird Europa League-Sieger. Herzlichen Glückwunsch. So, Buadus wird Vater eines Sohnes, Thomas. Warte mal. Wer wurde noch Vater? Wurde nicht sogar noch jemand Vater und der Sohn hieß auch Thomas? Weiß ich nicht, hieß der jetzt auch Thomas? Alle heißen Thomas. So, Endspiel nationaler Pokal. Bayern gegen Hoffenheim. Hier sehen wir nochmal, wie sie ins Finale kamen. Oh, also Hoffenheim hat den leichteren Weg, ne? So ein bisschen. Obwohl, ja, Leverkusen und Dortmund hatte Bayern. Ja, schon härter der Weg, ne? Wenn man Hoffenheim bedenkt, die hatten Hamburg und Frankfurt. Naja, schauen wir mal. Aber Hoffenheim gewinnt das Ding. 0-3 gewinnen sie gegen Bayern. Fulham gewinnt den nationalen Pokal in England. Sevilla in Spanien.
Feyenoord gewinnt auch den Pokal in Niederlande, wohnen ja auch Meister. Linz gewinnt in Österreich. Hier sehen wir auch nochmal die Ergebnisse. Der Zweitligist nach Elfmeterschießen 1-4 gewonnen. 3-0 gewonnen. Rückspiel. Linz 2-1 gegen Karpfenberg, auch Zweitligist. So, Ramuzovic wechselt von Heinheim nach Dublin. Christoph Meyer von Ulm nach Bayern 2. Lukic von Burghausen nach Freiburg 2. Uccino von Düsseldorf nach Münster, die ja aufsteigen. Api Fader von Meppen nach Elversberg. Mats Hummels von Dortmund nach Alaves. Ist Osterhage noch drin? Ja, der ist noch drin. So, jetzt will ich aber mal mitbieten hier. Jetzt will ich mitbieten. Lemperle. Risa Velios. Weiß ich nicht. So, Gespräche kann man ja trotzdem führen. Ja, Mogultai muss auch. Ja, der muss aufgebaut werden, der Junge. So, Fortuna Sittard. Ist ordentlich interessiert. Langfristigen Vertrag, okay. Skeptisch. Mhm. Och lol. Man braucht noch nicht so viel bieten, ne? So, Paris wechselt. Ach, wechselt. Paris spielt gegen Man City in der Champions League-Finale und Paris gewinnt mit 1-0. Die Pariser. Viele gute Vorsätze werden für die neue Saison gefasst. Man ist sich allgemein einig, dass es im nächsten Spieljahr noch nicht so weitergehen darf. Aber das heißt nicht so weitergehen darf, ne? Relegation. Da wird noch gespielt. So, Transfers. Darmswechsel von Dortmund 2 nach Havelse, die abgestiegen sind. Andresenwechsel von Hamburg nach Burghausen. Osterhage von Bochum nach uns. Lemperle von Köln nach Atrimitos Athen, also 1. FC Köln, ne? Wo bemerkt. So, dann haben wir für nächste Saison einen defensiven Mittelfeldspieler, einen rechter Verteidiger und einen Torwart. Ja, ich hoffe mal, dass es dann positiv wird, ne? Bei uns. Der Mogultai, mit dem sprechen wir auch nochmal. Gucken, kann sich nur positiv auswirken. Bacalords. Hölle. Benjamin Giert. Und eben noch. Ja, Sebastian May. €1,35 Millionen, boah. Jan hat sich frisch verliebt in die Bianca und kann sich zurzeit nicht so recht auf Fußball konzentrieren. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ich spiele nie gegen jeden nur einmal. Ich glaube schon, ne? Weil dann wäre jetzt Excelsior Rotterdam in die erste Liga aufgestiegen. Und Nac Breda auch in die erste Liga aufgestiegen. Deckstein und Barke prallen bei einem Kopfballduell mit dem Köpfen zusammen. Doch ist nichts passiert und beide können weitermachen. Sehr schön. Freut mich. So, Club-WM. Paris gewinnt die Club-WM auch noch. 3-2. So, Trainer des Jahres. Jess Marsch von Leipzig. Bruno Lage oder Large von Wolverhampton. Julien Lopetegui. Ich weiß gar nicht, wie der ausgeschrieben ist. Lopetegui oder so. Sevilla. Arne Slot von Feyenoord. Jaisele von Salzburg. Fußball des Jahres, Pavard von Bayern, Podenz von Wolverhampton, Urosabel von Sociedad, Brauer von Heracles Almelo und Baltaxa von Austria Wien und Europa-Fußball des Sadio Mané von Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Ach, ich habe jetzt gar nicht die Tabelle geguckt, ne? Fällt mir gerade ein. So, Auf- und Abwertung. Gut. Maximalstärke ist E7 da.
Gucken wir mal Reda, der hat ja sowieso nie gespielt. Der wird auch gehen. Ach, okay. Zählt das bei denen nicht, oder was? Was ist mit der Spielpraxis? So, Sänger, gucken wir mal. Ist auch noch jung. Ah, wird aufgewertet auf 6, sehr schön. Knoll, der hat ja eh keinen Vertrag bei uns. Aber wie gesagt, die Chance ist groß, dass er abgewertet wird. Ja, der bleibt bei 5. Gembalis. Ja, abgewertet. Nochmal abgewertet. So, Fleckstein, der hat ja gespielt. Ja, bleibt. Quadvo. Bleibt auch. Kölle. Bin ich auch mal jetzt gespannt, ob der auf 5 aufgewertet wird. Ne, leider bleibt er auf 4. Mogultai. Komm schon, bitte, 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 bitte. Nein, bleibt auch auf 4, okay. Welcher? Auch schon 32, der Junge. Boah. Ja, bleibt auf 6, okay. Bitter. Der hat ja gar nicht gespielt, glaube ich. Wird auch dementsprechend abgewertet. Ajani. Der hat ja gespielt. So, Heil. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Schon. Oh, bleibt auf 5, ey, Mann. Wird doch nicht. Stoppelkamp. Boah, da wäre das Beste gewesen, wenn er aufgewertet auf 8 gewesen wäre. Aber bleibt auf 7. Zum Glück frei. Gucken. Da bleibt auf 6. Bakalords. Jetzt leih ich mich kaputt, der wird auf 4 aufgewertet, ey. Ist sogar so. Stilin wieder aufgewertet, aber keine Spielpraxis, deswegen 4. Michelbrink, ja, der hat sowieso Stärke 7 ist Maximalstärke, wissen wir ja schon. Sonst hätte der jetzt Stärke 8, glaube ich. Ja, doch, hätte der Busch. Bleibt auf 5. Barkier, der hat ja auch ab und zu mal gespielt. Warum, ey, 4 nur? Keine Spielpraxis? Ja, der hat doch ab und zu mal gespielt. Boah, Janda wird richtig abgewertet auf 2, ey. Sogar auf 1, ey. Ach du grüne Neune, ey. Anhari wird aufgewertet. Anzahl Tore, ey. Ja, ich werde den verkaufen. Stärke 3. Ach du. Grüne 9er, ey. Den werde ich niemals einsetzen. Ja, Bourdous, ey. Der wäre sogar noch besser gewesen. So, Head war jetzt. Wird aufgewertet. Sehr schön. Das heißt, er hat die Stärke 7 auf jeden Fall schon mal. So, Gordon Wild, der hat ja auch nie gespielt. Das ist natürlich bitter, wenn die nicht spielen, ne? So, König. Komm, bitte, werd aufgewertet, ey, bitte. Ne. Ja, Leute, was heißt das, ne? Wir brauchen nächste Saison Stürmer. Oder wir spielen mit einem Stürmer. Und der König wird zweiter Stürmer. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? 340.000 haben wir. Haben sie sich gekrallt, ey. Eieieiei. Saisonziel Aufstieg, ja, okay. Bin ich dabei. Da Sponsoren haben wir noch, genau. Hier können wir noch was machen. Ah. Okay. Ja, dann machen wir hier 2 Jahre. Ja, das lassen wir so. Ansonsten lassen wir alles, würde ich sagen. Ja, das lassen wir auch alles. Dann machen wir weg. Auswärtszuschlag 0%. Ja, da haben wir schon. Okay. Ja, sonst würde ich alles so lassen, ne?
Wie gehabt. Hier haben wir noch ein paar Derbys. Essen. Tor Köln, Dortmund 2, Wattenscheid. Oh, Wattenscheid 09 ist aufgestiegen. Okay, Wuppertal. Da würde ich alles lassen, ne? Eigentlich. 6.100. Okay. 1,12 Millionen. Ja, hier würde ich jetzt alles lassen. Ne? Daniel Meyer. 5 ist der, ne? Was ist denn der Meyer? Ah, ne, der ist noch bei uns im Vertrag, ne? Genau. Ja, gut. Machen wir mal weiter. Wir haben noch keinen Hauptsponsor für die neue Saison. Nee, haben wir nicht. Ach so. Ah, okay. Machen wir hier 700.000. Hier gehen wir mal ein bisschen runter auf 200.000. Meister Aufstieg 220. Abstieg, da sind wir ja eh nicht mehr hier da. Hier Pokalrunde. Pokalsieg. Ja. Machen wir hier 450 dafür. Ja, komm. 710.000 hört sich doch gut an. So, dann haben wir Miese von 419.000. Das geht eigentlich, ne? Finde ich. Statisch, ja, lassen wir. Ja. So, nationaler Pokal. Sind wir diesmal dabei? Wir gucken mal. Aber wir sind schon bei 36 Minuten, Leute, ne? Aber hey, ist Übergang der Saison. Aber so wie es aussieht, sind wir immer noch nicht dabei, oder? Nö. Warum nicht? Essen ist dabei. Ist aber unfair. Ja, ihr könnt auch nochmal die Auslosung angucken. Immer Stopp machen. Jetzt habe ich die anderen Pokale nicht. So, hier Spanien. Wie gesagt, könnt ihr immer stoppen. Hinter das Spielchen, ja. Österreich haben wir auch noch. So, ach. Da wollte ich gar nicht hin. So, hier können wir ja mal gucken, ne? Absteiger. Aufsteiger. Gut. Das kann man nicht so nehmen, ne? Auf jeden Fall Champions League. Bayern, Leipzig, Augsburg, Europa League, Wolfsburg, Bremen, Hoffenheim, Freiburg. Ja, wir müssen echt gucken, ne? Also, ich habe das echt verschwitzt irgendwie in der letzten Folge. Oh ja, nee, in dieser Folge. Tabelle anzugucken. So, können wir ja auch mal gucken. Vielleicht kann. Ah, nee, ich glaube, Statistik muss ich da haben. Ja, und die habe ich nicht. Ah, ist natürlich blöd gelaufen. So, Freiburg weg. Spiel gegen Sittard. In OI Cup. In der ersten Runde. Champions League Quali haben wir Bayern gegen Midtjylland aus Dänemark. Und ja, das war's. Alles klar. EM, genau, da geht's ja weiter. Liga Supercup. Augsburg, Bayern, Bremen, Wolfsburg. Wolverhampton, Fulham, Cardiff, Sevilla, Eindhoven, Feyenoord, Salzburg, Linz. So, Transfers. Lombwechsel von Leverkusen nach Hallescher FC, Siebert von Viktoria Köln nach Saarbrücken. Dann haben wir Damer von Halle nach Havelse, Rogoff von St. Pauli nach Balsan FC. Und Donkor von Braunschweig nach Goritza. So, dann gucken wir uns mal den Kader an, der ja sich verschlechtert hat, leider. So, Braune besuchen wir erstmal im Push. Ja, Headbomb König, ne? Ah, Fälscher soll dann links spielen, okay. Okay, okay, okay. Osterhage. Ach, der hat Spielübersicht, der Osterhage. Warte mal. Wir können ja. Warte mal, wo ist der Osterhage? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Zweikampf. Ja, ist gut. Zweikampf.
So, ich würde sagen, wem geben wir jetzt ab? Müller oder Braune? Oh, der hat Stärke 8 sogar, sehr schön. Ersatztorwart kann man sich ja sowieso neu holen, ne? Bin am Überlegen, Leute, ey. Ja, dadurch können wir noch ein bisschen Kohle generieren, ne? Wir haben 2,3 Millionen, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Oh, Mai, Sänger. Ja, Gembalis würde ich gerne, obwohl, dann haben wir nur, wir gucken mal. Jetzt. Okay, der ist noch auf Transfersliste, sehr gut. Ja, die sind alle noch auf der Transfersliste, sehr gut, sehr gut. Ja, Bakir, der kann auch gehen von mir aus. Ach, wir haben noch einen Defensiven. Ach, wir haben den Lavia ja geholt, stimmt. Den habe ich voll vercheckt. Ganz ehrlich, sollen wir dann im 4-2-3 einspielen? Weil wenn wir jetzt drei gute defensive Mittelfeldleute haben, ne? Der Lavia ist Stärke 6 sogar. 19 Jahre jung. Ganz ehrlich, ich glaube, da machen wir das sogar. Das werden wir 4-2-3 einspielen. Ja, ich glaube, das machen wir auch so, liebe Leute. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden dann auch Testspiele veranstalten und all solche Geschichten. Wir werden dann im 4-2-3 einspielen, weil wir haben ja jetzt drei gute defensive Leute. Dementsprechend passt das auch von der Formation dann her. Wir gucken mal, dass wir in der nächsten Folge dann gucken auch nach einem linken Mittelfeldspieler und vielleicht nach einem Backup-Stürmer. Ne? Auch ein junges Talent vielleicht, ne, den man so à peu da reinwerfen kann. Müssen wir halt alles gucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage so lange Tschüss und bis dann.